NVIDIA. So Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal der LP-Fuzzis und gleichzeitig auch auf einem anderen Kanal. Dieser Herr darf sich jetzt bitte mal kurz melden. Servus, ich bin der Rito, ja. Ich kenne mich eventuell noch vom Projekt mit dem Max zusammen, Dead Space. Und ich freue mich wieder hier zu sein. Genau, wir haben uns mal mit ihm zusammengeschlossen und gedacht, mein Gott, zwei Leute immer, ist ja vielleicht langweilig, zwei Idioten, die sich nur gegenseitig ärgern. Wir holen den Rito als Streitschichter dazu, damit das Ganze mal halbwegs professionell abläuft. Das sieht am Ende so aus, die beiden streiten sich. Zum Eskalieren bringt. Ja, die beiden streiten sich und ich knall die dann beide ab, dann ist die Sache erledigt. Ist wohl es dann. So, dann geht das von vorne los, dann kommen wir nie weiter. 100 Partners, Play, let's go. Ja, willst du eine Geschichte hören? Lieber Schatzsucher, ich habe eine solche Geschichte für dich. Pandora, hier sind wir zu Hause. Aber täusch dich nicht, das ist kein Friede, Freude, Eierkuchenplanet hier. Es heißt, hier geht es wild zu, gefährlich. Das heißt, nur ein Irrer würde hier etwas Wertvolles suchen. Dann bin ich vielleicht ein Irrer. Aber lass dich von Pandora nicht täuschen. Es gibt da eine Legende. Viele hier erzählen sie, die Legende von der Kammer. Mein Vater hat auch immer von der Kammer geredet, sogar noch am Sterbebett. Innovative Alien-Technologie, unermessliche Reichtümer, Ruhm, Macht, Frauen. Da versteht man schon, dass so mancher junge Kerl, der diese Storys hört, vom Kammerfieber gepackt wird. Tja... Ich kenne eine Geschichte, die klingt unglaublich, aber sie ist wahr. Die legendäre Kammer existiert wirklich. Und zwar hier, auf Pandora. Und ein, sagen wir, ein Schutzengel ist gekommen, um die Suchenden zur Kammer zu führen. Die Geschichte beginnt hier auf Pandora, mit den tapferen Abenteuern, dem Schutzengel. Und vor allem mit mir. Es ist ein herrlicher Tag voller Möglichkeiten. Nächste Station, Firestone Depot. Wird Zeit, dein Zeug einzusammeln. Wer steigt aus dem Bus? Du da, mit dem Gewehr und der verrückten Maske. Bleib ganz ruhig. Hab keine Angst und lass dir nicht anmerken, dass jemand mit dir spricht. Steig aus. Du hast keinen Grund mir zu vertrauen, aber du musst mir glauben. Ich bin hier, um dich zu führen. Ich will dir helfen, die Kammer zu finden. Gleich wirst du von einem witzigen kleinen Roboter begrüßt. Mach einfach alles, was er sagt. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Ich melde mich wieder.
Tja, hier wären wir. Brauchst dich nicht groß zu verabschieden. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Und jetzt raus. Ich würde sagen, wir starten. Danke. Jo. Ja, also ich weiß nicht, ob Max, doch, Max und ich werden das machen. Wir werden natürlich den Kanal von dem Weju verlinken, damit wir fair sind. Bisschen Schleichwerbung für Weju. Was? Ich liebe diesen Roboter. Willkommen in Firestone. Ich bin CLP for PTP. Du kannst mich aber wie alle hier Claptrap nennen. Bevor es weitergeht, nimm bitte dieses Echo-Kommunikationsgerät und Heads-Up-Display in Empfang. Ein Geschenk der Door Corporation. Ah ja. Wie mache ich das? It's a trap. Initialisiert. Oh. It's a trap, don't do it. It's a clap trap. Life, das ist schon mal nett. Ich glaube, muss gleich mal die Mausgeschwindigkeit runterschrauben. Ja, die ist ja aus dem Alter. Habe ich bei mir jetzt auch gleich erst mal gemacht. So, was müssen wir jetzt machen? Rede mit mir, du cooles Ding. Ich habe eine Waffe. Alter! Oh, warte, ich muss erstmal. Du bist der Sniper, ach du Scheiße. Warte, ich muss erstmal. Ja. Wie sehe ich aus? Habe ich Brüste? Ja. Warte. Alter, ich muss das Rohr jetzt nicht unten reinschieben. Hallo. Alter, ist die schnell, diese Maus, ey. Also die Kamera. Das geht gar nicht runter, habe ich das Gefühl. So. Warte, wo stellt man das denn runter? Option? Gamepad oder Maus und Tastatur? Maus und Tastatur wahrscheinlich? Empfindlichkeit. Für die, die lesen können. Ja, das jetzt gibt es zweimal Empfindlichkeit. Gut, dass meine Maus eine DB-Einstellung hat. Ja, meine auch. So, das geht. Von 3200 runter auf 800. Das ist machbar. Ah, so läuft man. Okay, das ist wie bei Victor Intelligence. Das kann ich mir merken. Na, wobei nicht ganz. Nee, ich würde schon sagen, Hemd, bei Victor läuft so mit F. Wieso ist das Nappe? Ich bin mal gespannt, ob das wird. Tja. Die New Youth Station. Eine Klonstation. Ich benutze das mal. Kann man sich jetzt seinen Charakter anpassen? Oder ein bisschen, ein paar Farben. Ne. Ah, cool. Okay, da verbringen wir jetzt erstmal 2 Stunden. Ja, Charaktererstellung dauert erstmal ein bisschen. Das mal. Ich glaube, wir drehen das so. So. Ich bin ein Neger. Ich bin komplett schwarz. Neger, sagt man nicht, das ist rassistisch. Ach. Das ist die. Ich merke mir nicht, welche Farbe was ist. Das ist die Farbe und das hier, das ist der Char. Das ist das. Ah, genau, das wollte ich. Geschafft. Titten. Was macht die Sirene? Ich würde mal interessieren, ob die Sirene wie. Wie halt die Geschichtssirenen. Wow, das war eine Veränderung. Wie die Geschichtssirenen, ob die auch so singen kann. Ja, bedauerlicher Unfall. Kann ich euch gegenseitig eigentlich verletzen? Nö. Wie aktiviere ich jetzt meine Crazy Skills mit Zeitanhalten? Kommt erst ein bisschen später, als wenn dann glaube ich mit F. Ich hasse den Tod. Das ist ein Trick. Wo ist der jetzt hin? What, der ist hier rein. Da rechts rein ist der. Was denn hier los? Digga, Action, was geht? Müssen wir die abschießen? Toll. Ich glaube, dass wir die abschießen müssen. Was denn? Ich liebe den Roboter. Diese Banditen haben was gegen uns, Claptraps. Verstehe ich nicht. Sind nicht darauf programmiert, für ihre Zielübungen herzuhalten.
Alter, der tippt in die Tasten, ne? Let's go! Jetzt hier mal friedliches Städtchen. Oh Gott. Alter, verreißt meine Waffen. Ja, meine auch recht ordentlich. Ich hab doch den Scheiß der Seite genommen. Es geht. Also, findet man irgendwie Ammo oder sowas? Ja. Pistole. Ich hab hier irgendwas. Ich hab Geld. Muss man einmal aufheben oder bekommt man die automatisch? Ich muss jetzt aufheben. Irgendwas aufzuheben. Dollar, Geld. Man hat nur eine Waffe, ne? Ja, was stehst du denn so? Ich bin gerade so heiß drauf. Das glaube ich sogar. Also, ich an eurer Stelle würde ja so ein bisschen von dem explosiven Fass da weggehen. Jetzt bin ich weggegangen, weil ich dachte, du willst das mal in die Luft jagen oder so. Ich hab keine Ammo mehr. Was ist das? Ne, Combat Rifle brauche ich nicht. Okay, kann man irgendwie nicht Nahkampf kämpfen oder so? V. Das ist der Grund, warum ich auch so stürme. Kann man sich jetzt hier eine wählen oder was? Ja. Was ist das denn? BLR Reaper. Immer schöne Zweitwaffe, sehr gut. Ah, das macht man mit Mausrad, okay. Ich glaube aber 1 bis 4 geht glaube ich auch. Oder 1 und 2. Ich weiß gar nicht, wie viele Waffen man tragen kann. 1, 2 ist das jetzt. Ich habe ein vernünftiges Fadenkreuz. Ich glaub's ja nicht. Also ich habe. Ja, wir sind da schon da. Diese Steuerung scheint beschädigt zu sein. Aber keine Angst, ich schaffe das schon. Der ist aber auch eilig, ey. Mensch. Ja, der tippt den Weltmeister. Jetzt habe ich vor dem Rechner, geil. Erstmal über Gegenhauen. Das ist das Thema, ne? Nee. Kann man irgendwie ducken oder so? C. Oh, du duck dich nochmal, das sah schön aus. Ja, Ich stöhne noch beim Ducken. Cool. So, ist hinten noch irgendwas? Hier ist ein Haufen Müll. Vor allem du Sexist? Was? Duck dich nochmal, das sah schön aus. Wenn ich das deiner Freundin erzähle, du. Oh, cool. Dann kannst du die nächsten 3 Tage an dir selbst rumspielen. Kann man auch irgendwie handeln oder so? Das weiß ich nicht, ich glaube. Also tauschen, meine ich jetzt? Weiß nicht, gibt's ein Inventar? Ja, auf E ist ein Inventar. Aber laut Munition so lose kann man nicht wegschmeißen, das geht nicht. Ich check das Fadenkreuz irgendwie noch nicht so. Und wenn du mit Rechtsstick schießt. Ich hab ein Medikit entdeckt. Schön. Kleine Mediampulle. Schön. Also hier sind auch diese Müllhäufchen, die könnt ihr auch aufmachen, ne? Da fallen dann auch nochmal Sachen raus. Munition. Schön, schön. Also wie kann ich gerade meine Waffen nicht mehr wechseln? Hier ist noch ein Müllhaufen. Ein Medikit. Also hier hätten wir ruhig mal sowas wie ein Fadenkreuz reinbauen können, wenn man Reststick macht. Ja, das stimmt. Na, da fasst ja Kim und Co. Na komm.
wusste, du bist der Richtige, mein Freund. Los jetzt. Ich melde mich bald wieder bei dir. What? Ominöse Stimme aus dem Off. Ich kann übrigens ein Medikit brauchen bald. Mann, ich hab echt gedacht, jetzt ist alles aus. Diese verdammten Banditen lassen uns einfach nicht in Ruhe. Ich musste alles verrammeln. Ich lass dich rein. Mach schon. Verdammt. Die blöden Stromkreise sind wieder im Eimer. Versuch's mal mit dem Schalter da draußen. Nö, ich bin da gerade erstmal. Hast du eine Mission ausgewählt? Ist das hier jetzt erst kommt mal zuerst oder wie ist das mit dem Item? Das ist ein Wegpunkt. Keine Ahnung. Der Wegpunkt zeigt dir, wohin du musst, um deine Munition. Ein Toilette auf du. Ich finde Munition drin. In der Schüssel. Ich drücke Knopf. Welch sympathischer Mensch. Ja. Danke fürs Aufmachen. Ich heiße Sepp. Mit einer Kreissäge die Tote zu schneiden, sind natürlich immer besonders sympathisch. Richtig. Aber ich halte die Medstationen hier am Laufen. An diesen Automaten kannst du alles kaufen, was dein Arzt dir auch verschreiben würde. Bloß so ohne die alte Predigtmarke. Die Kamera ist ein Mythos. Die werden sich den Tod holen. Es sieht aber auch aus, als läge der hier schon ein bisschen länger. Boah. Sieht nicht mehr ganz so gesund aus, der Mann. Nee, ich würde das mal vom Arzt untersuchen lassen. Und der da drüben genauso. Oh, ja. Ja, definitiv. So, hier ist eigentlich ein Shop, aber... Sprechen wir mit dem. Ah, okay. Yay. Wir müssen Skags töten. Was sind Skags? Ja. Kleine Viechers. Ich sehe wenigstens einer hat Plan. Ja, ich habe das mal eine Zeit lang. Ich habe es irgendwie nie durchgespielt, deswegen kommt mir das eigentlich sehr gelegen. Also sind wir nur das für dich eine Gelegenheit? Eine gute Gelegenheit. Ja, immerhin, ne? Also immerhin eine gute. Ja, ist so. So, wenn ihr jetzt aus dem Tor hier vorne rausguckt, da hinten ist so eine kleine Höhle, da kommen die Viecherlei raus. Ja, mich stört das eher, dass beim Rest hier kein Fadenkreuz da ist. Aber da kann's auch nur heulen. Mal. Hi. Fisch. Kommt der mal? Keine Ahnung, der irgendwie... Oh, nein, die haben den Roboter umgebracht, ihr Schweine! Nein. Ziel getroffen! Nächstes Level. Level up! Sieht aus, als würdest du Nein Toast schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Der kriegt, was er verdient? Ja! Ich wusste, du bist der Richtige. Oh. Der arme kleine Roboter braucht Hallo? Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Klar. Hallo, Lady. Der kleine Roboter ist arg ramponiert. So hält er nicht mehr lang durch. Sieh zu, ob du was findest, womit du ihn reparieren kannst. 9. Snickers. Er sieht schon den Code. Oh mein Gott, Leute, beeilt euch. Er sieht schon den Code. Cool. Irgendeiner von euch hat jetzt das Reparaturkit genommen. Ja, er da. Hallo! Oh, komm, mein Bester. Oh mein Gott, ich habe ein Leck! Ich glaube, ich bin Leck! Oh, zu spät. Ich habe ein Leck! Genau. Ich liebe den Roboter. Ich glaube, ich... Habe ich ein Leck? Er scheint okay zu sein. Es wird Zeit. Ich liebe das Ding. Das ist so geil. Reise, das ist gut. Bist du sicher, dass das ein Reparaturkit war? Danke für den
Das sollte reichen. Wir sehen uns gleich. Wie regeln wir eigentlich das mit dem Loot? Sammelt jeder, was er kriegen kann, oder? Ja, wenn wir nicht tauschen können, müsste eigentlich jeder die Munition aufnehmen, die für ihn gemacht ist. Ja. Ich weiß aber gar nicht, welche jetzt für diese Waffe da ist. Ist das die längliche? Was hast du denn? Die hier. So Combat Rifle wahrscheinlich, ne? Ist das die längliche? Nee, das längliche ist ja Pistole. Sind das diese eckigen hier? Ja. Ja. So, das sind deine. Ja. Guck mal, die sind aber schon voll. Und mit Waffen nimmt jeder das, was er braucht, oder? Weiß ich nicht. Ja. Weil irgendwann findet man ja auch neue Waffen. Ja, denke ich mal, ne? Das wirst du machen. Also jeder, was er braucht, ansonsten, wenn was übrig ist. Irgendwann kann man sich auch welche craften, soweit ich das... Was hast du eigentlich für eine Waffe, Max? Ich habe keine Ahnung. Okay. Also ich meine nicht die beiden da oben, ich meine die, die du in der Hand hältst. Ah, ich glaube, er hat Combat Rifle, du hast eine MG. Hallo. Ich glaube, eine SMG habe ich. Oder ja. Ja, SMG-Munition aufgenommen und das zählt bei mir dazu. Ah. Wo müssen wir überhaupt hin jetzt? Ich glaube, wieder zurück zum Doc. Zum Wannabe-Doc. Ja, zum Schlachter, Metzger. Ich finde es sehr beunruhigend, dass hier vor den Stadttoren überall Kreuze stehen. Ja, ein bisschen. Scheint eine sehr gesunde Gegend zu sein. Was kann ich für dich tun? Ich habe zwar keinen Abschluss in der Mission, ach, darum. Aber okay. Mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Reparaturbedürftig. Ein Energiekoppler besorgt. Reparaturprüfung. Reparaturbedürftig. So. Hier ist blöd. Ich hab Sniper Rifle Munition. Ja, wo finde ich das jetzt? Was meinst du? Diesen Energiekoppler und das. Du musst Ding unten hast du diese Leiste, da musst du gucken, wo der Diamant ist. Also diese Raute, die grüne. Ich lauf gerade auf den Diamanten zu. Ah, okay. Er zeigt genau auf die Toilette auf Doom. Nun! Nee, ist nicht Toilette auf Doom. Ist das hier in der Stadt oder ist das eventuell noch außerhalb? Das ist hinter dem Tor da, glaube ich, ne? Halt Tab, um die Karte zu öffnen. Ah ja, okay. Tatsächlich, ergibt Sinn. Ah, Tatsache, okay, alles klar. Nein! Hopp, oh, ich hab's! Ha! Ich wollte wenigstens einmal was sammeln. Na, habt ihr da Gegner, oder was? Was Gaggies? Das müssen wir mal rausfinden, was meine Munition ist. Ich glaube, das war meine hier. Ja. Diese dreckigen, du. Och, die sehen aber niedlich aus. Gude. Und wieder zurück. Medi-Automat repariert. Jetzt nochmal zurücklaufen. Yeah! Warte. Ach, hier liegt auch noch ein Spider-Man. Könnt ihr mal aufhören, so rumzustöhnen? Ich bin könntest du mal anfangen? Ich hab hier. You got a nice ass, Lady. Die lass mich einfach zurück. Ja, die Gruppe zählt halt, ne? Ja, Max, du das Ding. Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Wenn wir die Dings abholen, kannst du ja trotzdem. Glaube ich, oder? Ja, jetzt? Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber ich hab mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Achso, da. Ah. Okay. Ah. Ah, ah, ah. Was soll ich noch ein Schild kaufen? Oh Gott. Ich hab doch kein Geld. Was müssen wir kaufen? Ein Schild? Ja. Kostet der? 245. Kosten die alle 245? Achso, es sind einfach vier da drin, oder was? Danke. Du solltest die Maschine benutzen, um Zeug zu verkaufen, das du nicht mehr brauchst, und dir dafür ein Erste-Hilfe-Kit zulegen. Du kannst mich setzen, wie alle anderen. Sollen wir jetzt echt Sachen verkaufen, damit du ein Medikit kaufen kannst, oder? Ich habe mir jetzt einfach ein Medikit gekauft. Ja. Ich auch. Mädels, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber Tacho sagt 20 Minuten. Wollt ihr nicht? Was wollen wir?
Wir beenden? Achso, ja, das ist eine Möglichkeit. Durchaus. Ja. Haben wir gerade so das Intro geschafft. Beim nächsten Mal können wir dann die erste Mission anfangen. Ja, gut, das Intro haben wir geschafft. Wir fangen nächstes Mal die erste Mission an mit dem Sniper, der Sirene. Der Sirene. Und dem Soldat. Dem Soldat, genau. Also bis zu diesem Part, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.